Für mich vor 3 Monaten nach einem Presseartikel, in dem die Zustände in Traiskirchen öffentlich gemacht wurden und dem gefolgt ist eine schlaflose Nacht mit Listen schreiben und überlegen, wie könnte man den Menschen in Traiskirchen helfen, was kann man tun. Also das ganze Flüchtlingsthema ist, hat für mich erst vor 3 Monaten wirklich begonnen, obwohl das sicher auch schon davor ein europäisches Thema war. Aber bevor ich zu diesem aktuellen Thema komme, möchte ich euch noch erzählen, was davor passiert ist und wie es überhaupt möglich war, so eine große Community zu bewegen, etwas zu tun und sich einzubringen. Und zwar war das allererste Projekt, das gibt es jetzt seit 4 Jahren, Adopt a Wish. Bei Adopt a Wish geht es um Hilfe für Obdachlose. Das sind Menschen, die sehr viel verloren haben oder auch oft nie was hatten, die unsichtbar werden in unserer Gesellschaft. Auch viel mit Scham zu tun, mit der Auseinandersetzung seines eigenen Versagens oft oder seiner Geschichte. Obdachlosigkeit ist einfach trotz der aktuellen Krise immer noch auch ein großes Thema. Und wir arbeiten in Kooperation mit der Vinzirast, ist dieses Projekt entstanden. Es werden Wünsche gesammelt von Obdachlosen, die entweder in Notschlafstellen schlafen, die Nächte verbringen, beziehungsweise versuchen, über die Vinzirast wieder einen Einstieg ins Leben zu finden, in eine Gesellschaft zu finden, wieder anknüpfen zu können und in Begleitung und finanzieller Unterstützung und sozialer Begleitung. Und mit diesen Menschen arbeiten wir seit 4 Jahren. Es ist eine wahnsinnig schöne Arbeit. Es ist unglaublich, wie viel zurückkommt, wenn man die Augen öffnet, das Herz öffnet, Empathie zeigt und hinschaut, vor allem auf die Themen, die oft unangenehm sind oder uns auch unangenehm berühren. Aus diesem Adopt a Wish, da gab es schon 1000 Leute, die mitgelesen haben auf Facebook und sich jedes Jahr zu Weihnachten sehr engagiert haben. Und meine erste Idee natürlich, wie die erste Flüchtlingswelle gekommen ist, war, diese Plattform zu nutzen, auch wenn sie nichts miteinander zu tun hatten. Angefangen hat es mit Akuthilfe, mit Care-Paketen. Der erste Aufruf über den Newsletter mit dem Titel Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker von Che Guevara. Auf das hin haben sich sehr viele Kunden gemeldet und Adopt a Wish, das sind auch Kunden aus meinem Laden, die mitlesen und sich engagieren. Ist das zweite Projekt entstanden. Also angefangen hat es mit Care-Paketen, in denen alles, was notwendig ist, wenn man ankommt, ohne Schuhe, ohne Pullover, ohne Hab und Gut, hungrig, durstig, aus einem meistens entweder zu Fuß, nach einem 3-monatigen Fußmarsch von Syrien oder Afghanistan, Irak, Eritrea, nach dem Weg nach Europa, der ja immer noch nicht leicht ist, weil die Grenzen verschlossen sind und weil es nicht möglich ist, ohne Schlepperei auszukommen, kommen die Leute hier an und sind, sie haben nichts. Sie haben ihre Heimat aufgegeben, sie sind, ohne es zu wissen, völlig traumatisiert. Sie kommen an und was in Österreich passiert ist und was so schockierend war, ist, dass das System meiner Meinung nach nicht ganz unabsichtlich, aber es hat einfach versagt. Die Leute sind retraumatisiert worden, immer und immer wieder und mussten im Freien schlafen. Es waren 3000 Menschen, die wirklich unter freiem Himmel am Boden geschlafen haben. Es war eigentlich ein untragbarer Zustand, ohne ärztliche Versorgung, ohne Dach über dem Kopf, ohne Möglichkeit, die Mindeststandards der Hygiene einzuhalten, ohne,
ohne Versorgung für Schwangere, ohne Versorgung für Babys und neugeborene Kleinkinder, es war nichts vorhanden. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir haben dann angefangen, Care-Pakete zu schnüren, zuerst im Laden. Das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass dass der Raum mit 36 Quadratmeter nicht groß genug ist. Wir haben dann von unseren Nachbarn, den Monamis, das Gassenlokal zur Verfügung gestellt. Das war nach 3 Tagen auch gefüllt mit Spenden. Und dann haben wir noch einen Nebenraum dazugenommen. Nach 3 Wochen sind wir übersiedelt in ein Lager, das 300 Quadratmeter hat. Und mit dem lässt sich jetzt ganz gut arbeiten. Der erste Aufruf ist noch über Adopt a Wish gegangen. Die ersten 4 Wochen haben wir noch über Adopt a Wish gearbeitet. Nachdem aber dann von vielen Leuten und vielen Social-Media-Plattformen der Aufruf kam, niemand tut was für die Obdachlosen, alle tun was für die Flüchtlinge, habe ich die 2 Seiten bewusst auch wieder getrennt und Partner ins Boot geholt, weil es allein nicht mehr schaffbar war, obwohl sehr viele Helfer da waren, die sortiert haben. Es waren viele Fahrer, es waren Leute, die uns geholfen haben zu verteilen. Und habe dann eine ganz tolle Frau getroffen, die Renate, die im kleinen Umfeld, privat, mit Happy Thank You More Please begonnen hat. Wir haben uns dann entschieden, den Namen beizubehalten, weil der eigentlich sehr passend ist und sehr schön ist. Und ja, das ist jetzt eine Initiative, die angefangen hat mit Care-Paketen, mit sozialen Kontakten. Binnen 2 Wochen gab es regelmäßige Deutschkurse, jeden Nachmittag um 3 im Park. Ärztliche Notversorgung in Kooperation mit der Caritas, der Diakonie, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International und dem Roten Kreuz und den Johannitern, die uns wirklich unterstützt haben. Was haben wir noch gemacht? Sehr viel Freizeitgestaltung mit Flüchtlingen, um sie einfach mal rauszuholen aus diesem Rat in Treskirchen, wo es ständig nur ums Überleben geht, um den Kampf um Informationen. Es ist unvorstellbar eigentlich für uns, wenn man in ein Land kommt, die Sprache nicht kennt, oft auch die Schrift gar nicht lesen kann, keinerlei Information bekommt und in ein System gesteckt wird, in dem nur eine Betreuungsfirma und eine Security-Firma vorhanden sind und keinerlei menschliche Betreuung, die wirklich, wirklich dringend notwendig gewesen wäre. Und wir haben ganz schnell, waren es 4.000 Leute, mittlerweile sind es fast 7.000 Leute, die regelmäßig mitlesen und uns unterstützen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, es gibt so viele Initiativen, wir wollen uns nur auf die Care-Pakete spezialisieren und haben in Kooperation mit anderen alle Kontakte und alle Möglichkeiten für Freizeit, Organisationen für Deutschkurse, Hebammen und Stillhilfen, ärztliche Versorgung abgegeben. Das sind mittlerweile auch eigene freiwilligen Initiativen. Und wir kümmern uns darum, dass die Leute, egal wo sie ankommen, in Nickelsdorf, in Ungarn, in Kroatien, in Österreich, versorgt werden mit dem Notwendigsten. Sprich Essen, Wasser, Schuhe, Jacken, Babynahrung, Windeln. Es ist eigentlich endlos, aber es gibt, das ist Happy Thank You More Please. Wir freuen uns, jeden, der sich die Facebook-Seite anschaut, jeder, der helfen will, ob das punktuell ist oder langfristig. Wir brauchen immer Leute, die uns helfen, im Lager zu sortieren. Wir brauchen immer Fahrer. Es muss niemand allein fahren. Wir haben von den Anfängen, wo wir hingekommen sind, gesagt haben, bitteschön, zu Nummern austauschen, wirklich privaten Kontakt zu haben mit den Familien, mit den Leuten, mit den Einzelpersonen. Sind wir jetzt dazu übergegangen. Also es gab ja dann auch ein Riesenchaos oft in Treskirchen, weil sehr viele Leute, ohne zu wissen, wie rausgefahren sind, den Kofferraum aufgemacht haben und es lag überall verstreut. Wir haben mit Flüchtlingen gearbeitet, aus verschiedenen religiösen Hintergründen, aus verschiedenen Ländern, so dass das halbwegs fair verteilt wird. Mittlerweile gibt es ein System, es gibt ein Formular, das füllen die Flüchtlinge aus, sie bekommen einen Bon und dann bekommen sie direkt geliefert, was sie brauchen, um Müll zu vermeiden, um Überschüsse zu vermeiden und um die Leute wirklich so bedienen zu können, dass es ihnen weiterhilft. In dieser Zeit, das waren 2 wahnsinnig intensive Monate rund um die Uhr,
Es sind sehr viele tolle Menschen zusammengekommen. Das Team von Happy Thank You Mobley sind mittlerweile 23 Freiwillige, fast Vollzeitmitarbeiter, die alles abdecken und zusätzlich alle freiwilligen Helfer, die sich jedes Mal, wenn ein Aufruf kommt, einklinken und mithelfen, egal bei was das ist. Ja, in dieser Zeit sind wahnsinnig viele persönliche Freundschaften entstanden, Kontakte entstanden, Bindungen entstanden. Für uns alle war das eine unglaubliche Bereicherung. Also Menschen die Menschen, die gekommen sind, waren trotz ihrer Flucht und trotz ihrer Geschichte und dem großen Verlust ist ein unglaublicher Sonnenschein. Also wenn man mit denen redet, gibt es keine Abstufungen zwischen nett und lieb und vielleicht. Sondern entweder man liebt oder man liebt nicht, was in unserer Gesellschaft so gar nicht mehr existiert. Das ist ein völliges Öffnen und Ja sagen zum anderen. Und ich denke, es wird auch eine große Bereicherung werden für unsere Gesellschaft, aber auch eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. In dieser Zeit sind viele Menschen zusammengekommen, die sich nie getroffen haben bei den Helfern und eben auch viele Flüchtlinge mit Helfern in Kontakt gekommen. Es gibt mittlerweile sehr viele Patenschaften und ein Buddy-Netzwerk. Es gibt viele Menschen, die schon Familien aufgenommen haben oder sie betreuen. Und aus dieser Geschichte heraus entstand das dritte Projekt. Das heißt, wer ein Menschenleben rettet, rettet eine ganze Welt. Die Seite habe ich erst gestern erstellt, damit ich sie heute zeigen kann. Das ist auch ein Verein, genauso wie Happy Thank You More Please mittlerweile. Entstanden ist das Ganze, da ich in den ersten Tagen eine Familie kennengelernt habe, wo die Tochter angekommen ist in Treskirchen mit einem gebrochenen Fuß. Das erste Mal gebrochen hat sie ihn auf der Flucht in Griechenland, das zweite Mal in Mazedonien. Ist unversorgt geblieben in Treskirchen und wir haben sie rausgeholt, zum Arzt gebracht. Und sie einfach mal eingeladen, bei uns Wäsche zu waschen, zu essen, zu duschen, in Privatsphäre. Und am Abend sind wir zurückgekommen und dann hat sie mir das Versprechen abgenommen, wiederzukommen. Und ein Versprechen, dass man einem Menschen in Not gibt, davon kann man auch nicht brechen. Und so haben wir uns jeden Tag gesehen und zusammen Ramadan gefeiert und viel erlebt. Und für mich war ziemlich schnell klar, das ist meine Familie, die ich rausholen möchte. Und es war nicht nur eine Familie, es ist eine zerrissene Familie. Es ist ein Vater mit zwei Töchtern, die Mutter, das Baby und der Bruder sind noch in Syrien. Die Straßen sind leider gesperrt und sie kommen auch nicht raus und warten auf ihre Papiere, was momentan 1 bis 2 Jahre dauern kann in Österreich. Dazu gab es 4 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Mittlerweile sind es noch 2, weil 2 einen Transfer bekommen haben in ein Jugendheim. Und einen jungen Erwachsenen, der ist 23. Im Zuge des intensiven Kontakts war dann klar, sehr bald, wie sie wieder gehen konnte und der Fuß geheilt ist. Wir wollen sie regelmäßig rausholen, zumindest am Wochenende, und haben sie abgeholt, im Hotel untergebracht, waren mit ihnen beim Friseur und einkaufen und essen und schwimmen. und wir sind eigentlich ziemlich, ziemlich stark zusammengewachsen. Also gefühlt habe ich eine neue Familie, einen Vater und 6 Geschwister und wir stehen zusammen, was auch immer kommen mag. Und was nach Treskirchen kommt, ist gewaltig. Also das kann man sich nicht vorstellen. Wenn das Überleben mal gesichert ist und das Trauma rauskommt, das bearbeiten wir seit 4 Wochen. Das ist nicht ohne. Und da wird auf unsere Gesellschaft ziemlich viel zukommen, wo eine große Bereitschaft der Empathie gefragt sein wird und auch eine gewisse Offenheit einer anderen Kultur gegenüber, um sie zu verstehen und über das Verstehen unsere Kultur überhaupt vermitteln zu können. Und das beginnt bei Kleinigkeiten und geht weiter ins Unendliche eigentlich, von Menschen zu vermitteln, was bedeutet Demokratie, was bedeutet Meinungsfreiheit, was bedeutet Pressefreiheit, wie ist unser Leben hier, was sind unsere Werte und inwiefern sind sie unterschiedlich zu anderen und auch den Menschen zu vermitteln, das klingt sehr hart, aber es ist einfach eine Realität, wenn man flüchtet, muss man ein Stück Heimat auch im Kopf zurücklassen und
Das ist eine Grundvoraussetzung, um hier Fuß fassen zu können und auch eine Grundvoraussetzung, unsere Kultur anzunehmen. Nicht zu 100%, aber bis zu einem gewissen Grad ist das unumgänglich. Wir haben in dieser Zeit, an einem dieser Wochenenden, wo wir die Familie rausgeholt haben, zwei Menschen kennengelernt, die uns unterstützt haben. Zuerst haben sie nur für uns die Autos gefahren, weil wir mit dem Konvoi fahren mussten. Bis wir eines Nachts einen Anruf bekommen haben, dass es eine Stiftung gibt, die ein Haus kaufen möchte für diese Aktion. Seitdem gibt es auch diesen Verein und es gibt ein Haus mit 7 Wohnungen, die jetzt nach und nach besetzt werden mit Familien. Bis jetzt sind 3 Wohnungen besetzt mit den 2 Minderjährigen, mit dem Vater und seinen 2 Töchtern und mit dem jungen Erwachsenen. Es werden noch 2 bis 3 größere Familien dazukommen. Und wir sind gerade dabei zu lernen, on the go, was es bedeutet, was Integration wirklich bedeutet. Am Anfang von dieser ganzen Akuthilfe habe ich gedacht, naja, ein verpflichtender Deutschkurs für ein Jahr, den jeder besuchen kann und mit einer Ausbildung, was heißt Demokratie, wie ist unsere Kultur aufgestellt, was sind unsere Werte und wenn man das ungefähr weiß, nach einem Jahr und eine Prüfung macht, dann kann man den Menschen hier auf Augenhöhe begegnen, man hat was geschafft, man ist kein Bittsteller, Zugang zum Arbeitsmarkt etc. Was wir merken ist, Inklusion und Integration sind verschiedene Sachen und Integration ist nicht leicht und in Wahrheit braucht jede Flüchtlingsfamilie mindestens eine Familie oder 2, die sie wirklich bei der Hand nehmen und durchführen durch diesen Prozess. Die Traumata, die rauskommen, sind unvorstellbar eigentlich für uns, was es bedeutet, alles verloren zu haben, inklusive besten Freunden, Familie, Partnern, Kindern, ist etwas, was erst viel später beginnt, in den Menschen zu arbeiten, wenn sie hier sind. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie das ist, würde mich jetzt jemand in China in ein Lager stecken, ich kann die Schrift nicht lesen, ich habe eine Depression, es gibt ja auch für Leute ohne Bescheid, also diejenigen, die warten auf einen Bescheid, keine ausreichenden finanziellen Mittel. Das heißt, die Menschen sind wirklich auf uns angewiesen und es wird sicher sehr oft zur Konfrontation kommen und es sind alle, jeder Einzelne von uns ist wirklich gefordert, weil wir uns öffnen müssen. Weil wir uns öffnen müssen, um zu vermitteln, in welchem Land wir leben, in welchem System wir leben und diese Leute abzuholen und einzuführen auch, um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen. Das sind die 3 Projekte, die wir jetzt gerade am Laufen haben. Adopt a Wish wird wieder beginnen mit Obdachlosen ab November, also da kann man sich sehr gerne beteiligen. Happy Thank You More Please bleibt bestehen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Lager. Falls jemand zufällig 300 Quadratmeter trockene Kellerfläche zu vergeben hat. Und das Hausprojekt freut sich über ein Buddy-Netzwerk. Also es gibt auch schon ein gutes Buddy-Netzwerk. Wir freuen uns über Leute, die sich beteiligen wollen, die sich vorstellen können, mit den Leuten Deutsch zu lernen, mit ihnen Hausübungen zu machen, mit ihnen, also wir haben sie bis jetzt, der Stand der Dinge ist so, sie haben einen Deutschkurs, einen über die Volkshochschule und einen über Freiwillige. Sie sind mal grundsätzlich ärztlich versorgt, wir haben sie checken lassen, jetzt sind viele Zahnarzttermine fällig, weil wenn man aus dem Krieg kommt und Folter ist ein Alltagsgeschäft, hat man auch oft nicht mehr alle Zähne und ist auch nicht bei bester Gesundheit. Das heißt, das ist der erste Weg, mal zu stabilisieren, eine Struktur aufzubauen. Meiner Meinung nach ist Struktur das Einzige, was die Depression und das Trauma ein bisschen abfangen kann, neben ärztlicher Betreuung. Und ja, wir freuen uns über jeden, der sich einbringen möchte und sich das auch langfristig vorstellen kann, weil so viele Menschen zu koordinieren, für einen Tag, für noch einen Tag, für die Familien jemanden vorzustellen, der dann wieder weg ist und nicht mehr kommt, ist eine Herausforderung. Das heißt, geht's in euch, denkt's nach, wenn ihr euch einbringen wollt, freuen wir uns sehr. Es gibt jetzt diese 3 Facebook-Seiten. Es gibt auch, ich habe ein Geschäft, We Bandits in der Theobaldgasse, ihr könnt auch dort jederzeit vorbeikommen, fragen,
Ja, das ist der Stand der Dinge. Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass alles, was man tut, hilft. Und jede Kleinigkeit und jede Offenheit diesen Menschen gegenüber ist etwas, was unsere Gesellschaft im Großen in die richtige Richtung bewegen wird. Ja, ich wünsche Europa alles Gute.